Ach, guck an. Guckt mal an, was ich da gefunden habe. Dein Schutzengel. Ein Schutzengel gefunden auf einem Acker hinter Warza. Das ist der Schutzengel für die Feldhamster. Und der hat in unserem konkreten Fall auch einen Namen. Der ist David Obanietz. Und der ist derjenige, der hier nach den Hamstern und nach deren Wohl und Wehe schaut. Nein, David Obanietz hat nichts verloren. Und trotzdem sucht er etwas. Schaut deshalb ganz genau hin, wenn er dieser Tage über die Felder zwischen Buffleben und Warza geht. Der 29-jährige Biologe fahndet zwischen den Stoppeln der abgeernteten Getreidefelder nach Löchern. Genauer gesagt nach Hamsterlöchern. Deshalb, weil die Gegend hier um Gotha eine der wenigen ist, wo es Europas buntestes Pelztier noch gibt. Der putzige Nager ist nämlich vom Aussterben bedroht. Der gebürtige Würzburger David Obanietz betreibt diese spezielle Art der Feldforschung im Auftrag des Landschaftspflegeverbandes Mittelthüringen, der sich am jüngsten bundesweit laufenden Forschungsprojekt namens Feldhamsterland beteiligt. Deshalb kontrolliert Obanietz alle paar Tage die Felder zwischen Buffleben und Warza, zählt Hamsterbaue, sammelt Haarproben, um den genetischen Pool der Tiere zu erfassen und zu erforschen. Oskar am Freitag traf ihn bei einer solchen Routinesuche an und wollte wissen, wie es um die Feldhamster im Gothaer Land steht. Der Bestand ist noch vorhanden, noch nicht komplett ausgestorben. Es sieht aber nicht unbedingt rosig aus. Also Thüringen hat eigentlich weitflächig über das gesamte Thüringer Becken potenzielle Feldhamster-Lebensräume. Die Bestände sind aber bei weitem nicht mehr in der Fläche da. Es gibt noch hier und da gute Bestände, die sind aber allesamt verinselt und dementsprechend voneinander abgeschnitten, gehen auch eher zurück. Also auch hier ist der Feldhamster nach wie vor noch rückläufig. Was ist denn die Ursache dafür? Was setzt dem Feldhamster am meisten zu? Dem Feldhamster setzt primär die intensive Landwirtschaft zu. Monokulturen Warum? Auf großer Fläche. Große Schläge, 100, 200 Hektar Schläge hier in Thüringen, die mit Raps und Mais bestellt sind, wo der Feldhamster keine Nahrung findet. Was würde passieren, würde der Feldhamster tatsächlich aussterben? Welche Folgen hätte das? Das kann man quasi unter zwei Aspekten betrachten. Also biologisch gesehen ist der Feldhamster ein wichtiger Bodenbildner. Feldhamster tragen nicht unwesentlich zu den Schwarzerdeböden, die wir ja hier auch auf weiten Flächen haben, Teil, dadurch, dass sie Boden umgraben und eben auch Nährstoffe in den Boden bringen. Sie lockern den Boden auch ganz allgemein und durchlüften quasi den Boden. Und man kann aber auch den Kulturaspekt sehen. Also die Feldhamster und in Thüringen auch gerade die melanistische Form, der schwarze Feldhamster, sind hier ja quasi ein Kulturgut, das einfach zur Agrarlandschaft dazugehört und das, auf das man eigentlich, so wie andere Staaten ein Wappentier haben, auch ein bisschen stolz sein kann. Warum ist der Thüringer Feldhamster eigentlich schwarz? Ist da keine politische Aussage, oder? Das ist keine politische Aussage. Das ist hier eine melanistische Form, die hier vorkommt. Warum genau, weiß man nicht. Die nächsten schwarzen Feldhamster-Vorkommen gibt es erst in der Ukraine. Es kann natürlich sein, dass das unabhängig entstanden ist. Das ist einfach eine Mutation in der Farbausprägung der Tiere, das kann hier mal entstehen und durch die schwarzen Böden, wenn die umgegraben sind, hat ein schwarzer Feldhamster auch eine bessere farbliche Tarnung und hat damit quasi einen Vorteil. Es ist aber vielleicht wahrscheinlicher, dass es ukrainische Siedler gab, die mal hergekommen sind und das ein oder andere Tier mitbrachten, wie auch immer, als Nahrung, als weiß man nicht, und das hier freigekommen ist. Stoppelfelder sieht man heute nicht mehr so oft und so lange wie einst. Sie geraten heute viel schneller unter Pflug oder Grubber. Doch Stoppelacker sind eine Art von Lebensversicherung für Feldhamster. Der niedliche kleine Nager steht nämlich bei etlichen anderen Spezies wie dem Rotmilan auf dem Speiseplan. Wer sonst noch dem Hamster nach dem Leben trachtet, David Obanietz weiß es. Das sind weniger die Rotmilane, was man oft annimmt. Der Rotmilan ist eher ein Beutegreifer, der sich auf kleinere, wehrlose Tiere spezialisiert. Also Rotmilane jagen sehr gerne auch so große Grashüpfer beispielsweise und fressen viel Aas. Der Bussard ist noch ein ganz typischer Beutegreifer, der Fuchs ist ein Beutegreifer. Es gehen aber auch mal irgendwie Marder oder Dachse auf Feldhamstersuche. Kümmern Sie sich ausschließlich um diese Hamsterprojekte jetzt hier im Landkreis Gotha? Nein, das Projekt ist thüringenweit und wir sind drei Projektmitarbeiter und haben uns einfach nur aus organisatorischen Gründen Thüringen quasi aufgeteilt. Ich bin jetzt für Erfurt und Gotha zuständig und es gibt zwei weitere Kollegen, die die restlichen Schwerpunktgebiete abdecken. Was gehört zu Ihrer Betreuung hier?
Zu unserer Betreuung gehört die Akquise von Ehrenamtlern, mit denen wir dann auf den Feldern nach Feldhamstern suchen, um überhaupt mal einen Wissensschatz zu kriegen, wo sind Feldhamster, wie steht es um die Tiere, und dann ganz stark die Beratung von Landwirten. Wir suchen die Betriebe auf, ihr habt auf euren Flächen Feldhamstern, könnt ihr die und die Maßnahmen, wie wäre es denn, passt es in euer Betriebskonzept, was können wir für den Feldhamsterschutz tun, also eine enge Kooperation mit der Landwirtschaft. Gibt es auch Kontakte zu Naturschützern hier im Landkreis? Ja, es gibt in Thüringen schon ein bestehendes Netz von professionellen Feldhamsterkartierern. Das ist in Thüringen relativ einzigartig deutschlandweit, die sich schon im Auftrag der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie auf die Suche nach Feldhamstern machen. Und mit denen arbeiten wir eng zusammen. Niemand muss die Flächen doppelt begehen. Und auf deren Wissensschatz greifen wir natürlich auch zurück. Cricetus cricetus, so heißt auf gut Lateinisch der gemeine Feldhamster. Ihn zu schützen hat sich der Landschaftsschutzverband Mittelthüringen zur Angelegenheit gemacht. So beteiligt man sich an den 5 Jahre laufenden deutschlandweiten Schutzprojekt Feldhamsterland, über das auch David Urbanetz beschäftigt wird. Erstaunlich ist, dass Partner des Landschaftsschutzverbandes unter anderem der Thüringer Bauernverband ist. Ausgerechnet jener, dessen Mitglieder eben jene Agrargroßbetriebe sind, die mit ihren Riesenschlägen und industrialisierter Landwirtschaft des Feldhamsters Lebensraum dramatisch beschnitten haben. Wie das zusammenpasst, wollten wir von David Urbanetz wissen. Das sind alles Träger der Stiftung Lebensraum, das sind aber auch Projektpartner im Feldhamsterlandprojekt, jetzt des Landschaftspflegeverbands. Das hat was damit zu tun, dass wir einfach mit den Leuten reden müssen. Es bringt uns nichts, immer nur Fronten aufzubauen und immer nur über den anderen zu schimpfen. Wir müssen zusammenarbeiten, wir müssen zusammen Projekte umsetzen. Wir können die beraten. Es ist grundlegend eigentlich auch ein Verständnis da. Also ich habe jetzt noch keinen Landwirt getroffen, der gesagt hat, Feldhamster, Katastrophe, finde ich schrecklich, will ich alle weghaben. Es ist ein Verständnis da und es ist oft auch ein Verständnis da, dass die Landwirtschaft ihren Teil dazu beigetragen hat, dass die Feldhamster eben so wenig geworden sind. Die haben nur eben auch ihre Zwänge, die müssen wirtschaften. Und man muss versuchen, einen Kompromiss zu finden, um effektiv Feldhamsterschutz betreiben zu können. Nur über die anderen zu schimpfen, wird den Feldhamster nicht retten, weil dann blockieren die auch und es passiert gar nichts.